Einen wunderschönen guten Tag und wieder mal herzlich willkommen zum C-Sharp-Tutorial. Wir haben in der letzten Folge des Tutorials angefangen, unser kleines Spiel zu programmieren und haben hier diesen großen, unhandlichen Integer-Array erstellt, um unser Feld zu definieren. Ja, wie schon gesagt, ist das ziemlich umständlich und verbraucht ziemlich viel Platz in unserem Programm und es ist auch nicht schön, jedes Mal einen neuen Array zu erstellen für jedes Level, wenn wir zum Beispiel verschiedene Level haben wollten. Deswegen werden wir das Ganze einmal etwas besser schreiben. Und zwar werden wir mal diesen ganzen Teil hier löschen, also grundsätzlich nur den Integer Array. Und wir wollen das Ganze jetzt so programmieren, dass es in einer Datei, dass das Level in einer Datei gespeichert werden kann. Ich habe diese Datei schon erstellt. Die schaut dann ungefähr so aus. Und überall, wo ein, also ist wieder wie vorher, überall, wo ein 1er steht, wird ein Block, also eine Wand gemalt, und überall, wo ein 0er steht, wird gar nichts gemalt. Ich habe den Strich da in der Mitte eingefügt, damit man sieht, ob das wieder um 90 Grad gedreht ist oder ob es diesmal in der richtigen Orientierung sich befindet, sozusagen. Gut, als erstes müssen wir natürlich diese Datei erstellen. Dazu gehen wir auf den Visual Studio Projektordner. Wenn ihr nicht wisst, wo der ist, dann geht ihr einfach in euren Windows Explorer hier auf Dokumente. Da gibt es dann irgendwo Visual Studio 2012. Projects und unser jeweiliges Projekt. In diesem Fall ist es bei mir TechZone.at Game. Und dann gibt es da noch einen Unterordner, der heißt genauso wie euer Projekt. Dann gibt es den Ordner Bin, Debug, und da sind dann verschiedene Dateien drin, zum Beispiel das Manifest für euer Projekt oder verschiedene Konfigurationen für euer Projekt. Und hier seht ihr auch die, also wenn man F5 drückt in Visual Studio, dann wird diese Echse hier ausgeführt. Gut, und da drinnen gehen wir jetzt einfach auf rechte Maustaste, neu, Textdokument, und erstellen unser jeweiliges Textdokument. Ich habe das schon gemacht, das heißt bei mir testlevel.txt. Ihr könnt es natürlich theoretisch nennen, wie ihr wollt. Und da schreiben wir dann sowas in dieser Art hinein. Wichtig dabei ist, dass das Ganze mit Leerzeichen getrennt ist und mit Absätzen. Das bedeutet, nach jeder Zeile muss man wirklich die Enter-Taste drücken. Gut. Und um das jetzt in unser Programm zu importieren, gibt es einen mehr oder weniger komplizierten Code, wo man sehr auf die Reihenfolge der Variablen und so schauen muss. Also ich fange einfach mal an. Als erstes wollen wir den kompletten Inhalt dieser Datei in eine String einlesen. Das bedeutet, wir machen als erstes, Moment, ich muss noch kurz, String File Content ist gleich File Punkt gibt es nicht. Warum gibt es File Punkt nicht? Weil die System.io Klasse nicht importiert ist. Das steht für Input Output und die müssen wir zuerst usen, bevor wir diesen Code einfügen können. Es gibt jetzt zwei Wege, das zu importieren. Entweder man gibt ein File und geht dann auf dieses kleine blaue Kästchen links unten, drückt auf Optionen für die Bindung des ausgewählten Elements und Using System.io. Also es gibt sozusagen Lösungsvorschläge von Visual Studio, um dieses Problem zu lösen. Gut, oder die zweite Möglichkeit ist, einfach hier oben bei den Using Anweisungen Using System.io hinzuschreiben. Gut, also wir wollen jetzt alles aus dieser Datei lesen, das heißt, wir machen Punkt Read All Text, Klammer auf,
und den Pfad zu unserer Datei, nachdem wir, wie schon gesagt, in diesem Verzeichnis arbeiten, weil ja diese Exe ausgeführt wird. Können wir einfach testlevel.txt schreiben, ohne einen Pfad anzugeben. Gut. Als nächstes wollen wir das Ganze in Zeilen aufteilen. Das bedeutet, wir erstellen eine String Array. Den nenne ich einfach mal Lines. Und wir wollen jetzt diesen String, diesen File-Content, durch ein bestimmtes Zeichen teilen. Also nach dem Vorkommen jedes Zeichens soll er einen neuen String in den Array schreiben. Dazu gibt es eine vorgefertigte Methode in der String-Struktur. Die heißt File-Content, also der Name dieses Strings, Punkt Split und der jeweilige Separator. Das wäre in unserem Fall Backslash n. Warum Backslash n? Das Unicode-Zeichen für einen Absatz, also das da, oder halt alles, was am Ende einer Zeile steht, ist Backslash n. Und dieser Backslash ist dabei ein Maskierungszeichen. Wenn ihr euch mit ASCII schon etwas beschäftigt habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass es einige Maskierungszeichen gibt. Es gibt da zum Beispiel Backslash A, Backslash T. Also Backslash A würde einen Ton ausgeben, einen statischen. Backslash T macht einen Tabulator, Backslash N eben diesen Zeilenumbruch, Backslash R macht Return. Und da gibt es eben diese verschiedenen maskierten Zeichen. Ja. Also wir wollen das sozusagen in die Lines aufteilen. Was wir dann machen wollen, ist diese verschiedenen Lines in unser Integer-Feld wieder hineinzubekommen, also in den Integer-Array-Field. Das bewerkstelligen wir folgendermaßen: Wir schreiben Integer-Array-Field, also wie vorher, aber diesmal nicht diese klobige Darstellung mit den geschwungenen Klammern, sondern new int, eckige Klammern. Und jetzt wird es mehr oder weniger kompliziert. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt aufs erste Mal richtig mache, aber ich hoffe es. Die Breite unseres Strings soll der Anzahl der Zeichen in einer Zeile entsprechen. Dazu machen wir Lines 0, also wir nehmen einfach mal die erste Zeile, weil wir annehmen, dass alle Zeilen gleich sind. Punkt Split und mit einem Leerzeichen splitten, damit wir hier diese, wir bekommen jetzt einen String Array mit allen Zeichen, die durch Leerzeichen getrennt sind. Oder mit allen Strings, die durch Leerzeichen getrennt sind. Und Punkt Length. Das heißt die Länge dieses Arrays. Und unsere Höhe des Arrays ist ganz einfach Lines.length. Also die Anzahl der Zeilen in diesem Array. Und damit auch in die Datei. Das wären in diesem Fall 6 Zeilen. Und ich glaube 7, ja 7 Zeichen. Ohne die Leerzeichen. Also man zählt hier die Leerzeichen nicht mit, sondern nur die jeweiligen Einser oder Nuller. Also die Zahlen. Gut. Ich schaue nur kurz, ob das auch korrekt war. War es natürlich nicht. Diese zwei Sachen gehören umgedreht. Ja. Das sollte dann der ganze Code sein.
Jetzt brauchen wir wieder zwei Vorschleifen, verschachtelte, so wie unten, zum Ausgeben und nur diesmal zum Befüllen. Das heißt, wir machen jetzt wieder dasselbe vor int, aber wir nehmen andere Variablen, zum Beispiel i und j. I ist gleich 0, i ist kleiner als field.getLength 0 und i++. Und noch eine Vorschleife. GetLength 1 und ++. Gut. Jetzt haben wir wieder unsere verschachtelten Vorschleifen. Die Frage ist, was tun wir in diesen Vorschleifen? Also als erstes sollten wir mal... Naja, eigentlich müssen wir fast gar nichts mehr machen, außer jeweils diese Lines auf seine verschiedenen Buchstaben. Also nicht in diesem Fall nicht wirklich Buchstaben, aber es sind ja Buchstaben aufzuteilen. Also sozusagen wieder durch ein Leerzeichen splitten. Und dann. Das war's dann schon. Das müssen wir dann noch in den Array speichern und das war's. Gut. Ich mache dazu einfach mal einen String da drinnen. Der heißt Integer. Also in diesen String wird dann dieser einzelne Wert reingespeichert. Und wir deklarieren den jetzt so, dass wir aus der Line, wo wir gerade sind, also Line i, Punkt Split unser Leerzeichen und davon der Index j. Das bedeutet, wir teilen die Line auf in alle Leerzeichen. Also wir würden dann bekommen einen Array mit 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 und davon nehmen wir die j-teste Position. Gut. Dann müssen wir nur noch den finalen Schritt machen, und zwar field i j ist gleich int.parse integer. Das bedeutet einfach, dass integer hier zu einem int konvertiert wird. Gut, wenn wir das jetzt ausführen, wird höchstwahrscheinlich eine Exception passieren. Nämlich eine, okay, es passiert keine Exception, das habe ich nicht erwartet. Gut, wenn keine Exception passiert, dann ist das auch gut so. Dann können wir den Code also lassen. Ja, was wir trotzdem einbauen sollten, ist folgende Zeile. Gleich hier nach der Deklaration von File Content sollten wir, also es gibt nach diesem Backslash, das also Backslash n steht für New Line, das deklariert eine neue Zeile. Gibt es noch ein Backslash r, das steht für Return. Manche Programme fügen dies nicht nur Backslash n, sondern auch ein Backslash r ein. Ja, das bedeutet, wir sollten diese Backslash r's auf jeden Fall entfernen. Das machen wir, indem wir machen File Content ist gleich filecontent.replace und dieses Backslash R zu einem gar nichts machen sozusagen. Das ist nur eine Sicherheitsmaßnahme mehr oder weniger, dass wenn diese Datei jetzt einmal falsch erstellt wird oder ein falsches Format hat, dann können wir das verhindern sozusagen. Gut, was wir jetzt noch machen können oder sollten, ist, wir müssen ja hier nicht immer Leerzeichen haben. Es kann ja auch sein, dass jetzt wir, aus welchen Gründen auch immer, das Design so verändern, dass wir Beistriche haben als Trennzeichen oder Strichpunkte oder Unterstriche oder was auch immer.
Und deswegen sollten wir diesen dieses Leerzeichen möglichst variabel machen. Dazu erstellen wir in der Class Programm eine neue Static Char Split Char, und die ist dann in diesem Fall einfach unser Leerzeichen, und wir suchen jetzt jedes Vorkommen von diesem Leerzeichen und ersetzen es durch die Variable Split Char. Das hat diesen Vorteil, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt da Beistriche statt Leerzeichen, dann gehen wir einfach her, ändern das auf einen Beistrich und sind fertig. Das war unser ganzer Code. Gut. Wir haben jetzt einmal unseren Code zum Rendern eines Fields mehr oder weniger. Und das Gute an diesem Code ist, dass wir, wenn wir wollen, das Ganze fast unendlich erweitern können, also ohne große Änderungen am Code. Das heißt, wenn wir hier jetzt einfach was Neues hinzufügen, dann wird das genauso da hinzugefügt. Wir haben nichts am Code geändert, sondern nur an dieser Level-Datei. Ja, das war's eigentlich auch schon für diese Folge. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann an, wie wir ein bisschen Lebewesen in unser Spiel bekommen. Bis dahin noch viel Spaß beim Programmieren und auf Wiederschauen.